Bedrohung gegenübersieht, ist ihr Held und Retter untergetaucht. Auf der linken Seite haben wir den Joker, auf der rechten Enfer. Wenn man bedenkt, was diese beiden Gangster noch so alles in petto haben, neben den zahlreichen Brandanschlägen und anderen kranken Taten, dann könnte es sein, dass man Batman die Fehltritte der letzten Zeit vergibt, falls er denn zu seiner alten Form zurückfinden würde. Es könnte sein. Ich würde ihm jedenfalls nicht vergeben. So viel steht fest. Ich bin fertig mit ihm. Als er auf der Bildfläche auftauchte, habe ich ihn zwar mit offenen Armen empfangen und gehofft, dass er endlich diesen ganzen Dreck aus der Stadt spülen wird, doch die Zeiten sind vorbei. Dafür haben der Mord an Marilee St. Pierre und das Attentat in der Grand Street gesorgt. Mir kam die Erkenntnis, dass ein kostümierter Freak immer ein kostümierter Freak sein und bleiben wird. Sollte er aber zurückkehren und mit diesem Joker-Enfer-Mist aufräumen, ja, ich glaube, beide stecken unter einer Decke, dann werde ich für die Dauer meine Pompons wieder auspacken und ihn anfeuern. Wie ich danach zu Batman stehen werde, kann ich Ihnen sagen. Von mir aus kann man diese ganzen verkleideten Irren in einen Sack werfen und ab in den nächsten Bach mit ihnen. Nein, nicht wegen dieser DNA-Sache, da bin ich eh sehr skeptisch, sondern weil die Bürger dieser Stadt sowieso nicht viel davon halten, dass hier diese Übermenschen rumrennen, egal ob sie Bedrohung oder Rettung darstellen. Ich brauche keine Schutzengel. Und ich brauche auch keine Monster unter meinem Bett. Die Zeiten sind vorbei. Und bis Batman seinen Mut wiedergefunden hat und sich dem Joker und Enfer zum Kampf stellt, soll dieses ganze Supervolk dorthin verschwinden, wo Boomer und Co. hausen, wenn die Kinder nicht mehr an sie glauben. August 5. 5.22 Uhr. Bruce Wayne ist kurz nach dem Erwachen bereits in die Batcave hinabgestiegen und sitzt am Terminal. Kurze Zeit später ist sein Butler Alfred Pennyworth bei ihm und serviert ihm frischen Kaffee. Guten Morgen, Master Bruce. Bitte, Ihr Kaffee. Guten Morgen. Danke, Alfred. Sagen Sie, Alfred, wieso komme ich immer erst zuletzt auf die einfachsten und logischsten Zusammenhänge? Darauf kann ich Ihnen leider nicht nur eine Antwort geben. Schon gar keine einfache. Für Alfreds trockenen Humor ist es Bruce deutlich zu früh. Wir haben die Sache mit Sandra herausgefunden. Wir haben Vergleiche zwischen Enfer und Sandras Biografie gezogen. Wir haben jeden noch so komplizierten Zusammenhang entdeckt, aber das einfachste und offensichtlichste nicht. Wie kann sowas sein? Wie dem auch sei. Schauen Sie, Alfred, was mir dann doch noch eingefallen ist. Er zeigt auf das Suchergebnis auf dem Monitor. Alfreds Blick folgt Bruce' Finger. F. Saucer. Hier steht sogar im Telefonbuch. Man könnte meinen, dass die ganze Sache zu offensichtlich sei und es sich nicht um Enfer handelt. Aber ich habe bei dieser Nummer angerufen, beziehungsweise ich hab's versucht. Der Anschluss existiert nicht mehr. Es gab ihn ungefähr einen Monat lang. Er wurde kurz vor den Brandanschlägen aktiviert. Ich habe noch ein wenig weiter geforscht und bin auf die Postadresse eines F. Saucer gestoßen, die ebenfalls in der Gegend zu finden ist. Das klingt alles sehr passend und plausibel. Bruce Waynes Gedanken rasen. Er entwickelt bereits einen Plan, wie er vorgehen wird. Gleichzeitig wirft er sich vor, nur noch selten geradlinig zu denken. Das muss er sich wieder angewöhnen. Heute Nacht werde ich ihn aus dem Weg räumen. Den ganzen Tag über ist Batman präsent. Er lauert unter der Oberfläche. Er will hinaus und mit aller Härte für Recht und Ordnung sorgen. Wenn Alfred Bruce Wayne anschaut, sieht er Batman. In jeder von Bruce Waynes Bewegungen sieht er Batman. Stellt er Bruce Wayne eine Frage, dann antwortet Batman. Heute Nachmittag speisen Sie mit... Absagen. Danach haben Sie einen Empfang bei... Absagen. Sehr wohl, Master Bruce. Seine ganze Aufmerksamkeit gilt dem neuen, alten Batmobil. Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren. Wird der Prototyp gegen das vom Joker gestohlene Gefährt bestehen können? Haben Sie den Globe gelesen? Nur überflogen. Diese Miss O'Connor hat stets interessante Aufhänger. Ja, die hat sie wohl.
Wenn sie heute Nacht zur richtigen Zeit am richtigen Ort ist, dann wird sie einen weiteren haben. Seltsam. Manchmal frage ich mich, woher sie das alles immer zuerst weiß. Es wäre keineswegs ungewöhnlich, wenn ein Enfer den direkten Kontakt zur Presse pflegt. Er wäre nicht der erste Psychopath, der sich so verhält. Da könnten Sie recht haben, Alfred. Hören Sie, gönnen Sie sich doch mal eine Auszeit. Wie meinen, Master Bruce? Nehmen Sie sich bitte den Abend frei. Gehen Sie ins Kino, besuchen Sie Freunde auf dem Land, wonach Ihnen gerade ist. In einer Zeit wie dieser würde das ja schon fast einem Pflichtversäumnis gleichkommen. Alfred, ich weiß nicht, ob der Joker hierhin zurückkehren wird. Und ich weiß auch nicht, ob er sich heute einmischen wird, wenn ich Jagd auf Enfer machen werde. Das sind einfach zu viele Dinge, die ich nicht weiß. Ich brauche mehr Konstanten, mehr Gewissheit, mehr Sicherheit. Also bitte, tun Sie mir den Gefallen, okay? Das ehrt und rührt mich, Master Bruce. Aber ich denke, dass es das Beste wäre, wenn ich bleiben würde. Es wäre mir unangenehm, Ihnen den freien Abend befehlen zu müssen. Es wäre mir ebenso unangenehm, mich Ihrem Befehl zu widersetzen. Bruce geht nicht näher auf Alfreds Äußerungen ein. Er wird es nicht verhindern können, dass sein Butler ihm auch an diesem Tag zur Verfügung stehen wird. Er wendet sich ab, nimmt seinen Bettgürtel von einem der zahlreichen Metalltische und bereitet sich weiter auf den nächtlichen Einsatz vor. Batarangs, Rauchbomben, Leuchtgranaten, Enterhaken, längeres Seil, magnetische Ortungsgeräte und Sensoren. Außerdem 3 Ampullen Gegengift, falls Joker-Juice im Spiel sein sollte. Wenn das nicht genügt, dann wird gar nichts genügen. Danach wendet er sich seiner Rüstung zu. Auch sie will sorgfältig auf die kommenden Kämpfe vorbereitet werden. Keine Risse oder Löcher. Die Maske scheint auch in Ordnung zu sein. Ich werde ein paar hitzeabweisende Linsen einbauen. Das dürfte nicht schaden. Es sind noch 8 Stunden Zeit, Master Bruce. Sie müssen was essen. Ich habe Ihnen etwas zubereitet und vor das Computerterminal gestellt. Ich werde nun das Batmobil waschen. Danke, Alfred. Er weiß nicht, ob er der Polizei Enfers wahre Identität mitteilen soll. Wie geht das Gotham City Police Department mit Hinweisen um? Man wird sicherlich Angst vor einem weiteren Grand Street Debakel haben. Soll ich die Polizei informieren, Alfred? Oder soll ich warten und hoffen, dass Enfer bis dahin niemanden mehr umbringt? Sie werden das Richtige tun, Master Bruce. Alfred, gehöre ich zu uns oder zu Ihnen? Wie bitte? Bin ich auf der Seite der Guten oder bin ich ein Freak? Ein Verrückter? Ich verstehe nicht, was Sie meinen, Sir. Schon gut, Alfred. Vermutlich bin ich ein guter Freak. Ein nützlicher Freak. Sagen Sie mal, waschen Sie gerade den Wagen? Danach sieht es aus, Master Bruce. Bruce Wayne lacht. Es tut ihm gut. Er weiß, dass er nicht alleine ist. Dass er Freunde hat. Dennoch ist da ein leerer Unterton, der in seinem Lachen mitschwingt. Noch 5 Stunden, bis Enfers Ultimatum abläuft. Future. Unsere Geschichte beginnt auf dem Planeten Ios, auf dem ein geheimnisvoller Saft, der ewige Jugend verspricht, besonders leicht zu kaufen sein soll. Der Saft soll giftig sein. Die Polizei hat den Verkauf verboten. Stimmt das? Das war wahrscheinlich ein schlechter Scherz. Glauben Sie das etwa? Wollen Sie nun wieder Hauptrollen bekommen oder nicht? Thank you.
trinken Sie es. Ich bin sicher, dass Ihr Mann sich dann von dieser jungen Frau trennen wird und wieder zu Ihnen zurückkehrt. Dieses Lebenselixier, das alle Menschen verjüngen soll und überall im Weltall heimlich verkauft wurde, kam schließlich auch auf die Erde und schaffte dort große Probleme. Treten Sie bitte ein. Was gibt es? Herr Präsident, ich habe einen Mann verhaften lassen, der verdächtigt wird, öffentliches Eigentum unterschlagen zu haben. Er heißt Jim Weber. Junger Mann, können Sie uns erklären, warum Sie öffentliche Gelder veruntreut haben? Herr Präsident, dieser Mann ist 50 Jahre alt. Was? Er hat von dem Lebenselixier getrunken. Unglaublich. Sagen Sie uns, stimmt das? Ich habe mich in eine junge Frau verliebt und dabei ist mein sehnlichster Wunsch, wieder jung zu sein. Und als ich von diesem Lebenselixier hörte, habe ich es gekauft und getrunken. Wie konnten Sie das tun? Sie haben recht, das habe ich mich wenig später auch gefragt. Denn nachdem ich es getrunken hatte und jung war, erklärte mir der Schmuggler, dass die Wirkung nur vorübergehend ist. Und wenn ich dieses Elixier nicht ständig trinke, muss ich sterben. Ich werde sterben. Ich werde sterben. Und er hat dann öffentliche Gelder unterschlagen, um sich dieses Lebenselixier regelmäßig kaufen zu können. Das ist ja schrecklich. Mr. Garney, konnten Sie schon herausfinden, woher dieses Lebenselixier kommt? Herr Präsident, ich hatte den Auftrag, der Sache nachzugehen, zusammen mit John Lender. Aber wir bedauern sagen zu müssen, dass wir bisher nicht mal eine Spur gefunden haben. Wir haben tausende von Beweisstücken, aber unglücklicherweise keines, was uns Aufschluss gibt, woher das Elixier kommt. Ich brauche das Elixier, sonst muss ich sterben. Wir müssen verhindern, dass dieses Elixier weiter bei uns verkauft wird. Es muss unbedingt etwas geschehen. Gut, nicht? Ah, da kommt der Captain. Captain! Captain! Das kann nicht so weitergehen. Wir müssen das Syndikat unschädlich machen, das dieses tödliche Lebenselixier bei uns verkauft. Wenn uns das nicht gelingt, werden schreckliche Dinge geschehen. Das Einzige, was wir wissen, ist, dass sich der Boss Mr. Immortality nennt. Das scheint ein ziemlich gefährlicher Mann zu sein. Aber wir werden ihm bestimmt auf die Schliche kommen. Glauben Sie mir. Wenn Sie uns helfen, besteht einige Hoffnung. Professor Simon, glauben Sie nicht auch, dass dieses Lebenselixier im Zusammenhang stehen könnte mit der Legende des ewigen Frühlings? Ja, Captain, da bin ich völlig Ihrer Meinung. Das könnte sein. Was ist denn das für eine Legende? Es ist eine Legende aus dem Altertum, die von einem bestimmten Planeten handelt. Danach gibt es irgendwo im Bereich der Milchstraße eine Quelle des ewigen Frühlings. Wenn jemand daraus trinkt, kann er seine Jugend wieder erlangen. Ich verstehe, dann scheint ein Zusammenhang mit unserer Geschichte zu bestehen. Joan, auf welchem Planeten haben die Schmuggler das Lebenselixier hauptsächlich verkauft? Auf den Planeten Megara, Ios und Kent. Wir haben unsere Untersuchungen bisher auf den Megara konzentriert. Dann werde ich möglichst schnell zum Planeten Kent.